Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play City Economy. Wir werden jetzt mal mit dem Herrn, der da hinten hier auf unserem Gelände von unserem Depot hier im Wohnbezirk steht, mal sprechen, weil der hat nämlich einen Auftrag für uns und dann gucken wir mal, was der genau für einen Auftrag für uns hat. So, schauen wir mal, was er uns zu erzählen hat. Also sprechen wir ihn direkt mal an. So, das machen wir mit der Taste F. So, genau. Müllauftrag. Hallo, willkommen in unserer Stadt und im Wohnbezirk. Ich bin Tom und arbeite für das Rathaus. Ich glaube, den Text habe ich euch schon mal vorgelesen, aber ich lese euch jetzt trotzdem noch mal vor im letzten Teil. Habe ich ihn, glaube ich, nämlich schon mal vorgelesen. Haben wir den Mann ja schon mal angesprochen, und zwar den Tom. Dieser Bezirk hat schon seit einer Weile keine anständige Müllentsorgungsfirma mehr engagiert. Zum Glück bist du jetzt hier. Der erste Auftrag steht für dich bereit. Es gibt ein paar Müllcontainer zu leeren. Wäre das was für dich? Komm nach getaner Arbeit zu mir zurück, um deine Belohnung abzuholen. So, wir haben hier genau den Müllauftrag, wo wir hier den Müll abholen müssen. Dafür kriegen wir 15 Zufriedenheitspunkte, wahrscheinlich nochmal, weil es jetzt so eine Story-Quest, so ein Auftrag ist, also kein normaler Job-Auftrag, den wir irgendwie übers Menü annehmen, sondern jetzt hier halt so eine Story-Quest ist, kriegen wahrscheinlich hier nochmal so Bonus, in dem Fall 10 Bonus hier an Zufriedenheitspunkten waren es ja, glaube ich, ne? Dann kriegen wir 250 Erfahrungspunkte und 2000 Euro nochmal zusätzlich an Geld dazu wahrscheinlich. So, dann gehen wir mal hier zur Story-Quest, genau, das sind ja die hier und das hier sind ja die ganz normalen Jobs. Und bei den Story-Quests gibt es hier eine Story-Quest. Gibt es hier jetzt noch ein bisschen was oben drauf. Genau, und die machen wir jetzt nämlich. Also einmal Job annehmen. So, da haben wir hier die ganzen Mülltonnen. Mal gucken, wie viel das sein werden. Und jetzt will ich noch mal eben gucken, wie denn genau dieses Dings da heißt. Das stand doch, glaube ich, irgendwo, ne? Bei diesem Fertigkeitsbaum. Ne, stand es nicht. Und das stand nun mal irgendwann letztens nochmal. Genau, bei der Auswertung war es, glaube ich. Genau, Zufriedenheitspunkt ist es wahrscheinlich irgendwie sowas. So, dann lasst uns mal zum Müllwagen gehen. Diesmal hier der orangene Müllwagen, also der genau normale Müllwagen. Das hier ist ja der, warte mal, ich muss nochmal nachgucken. Schon zu lang her, seit dem letzten Teil. Plastik Recycling LKW ist genau das hier. Und das hier ist unser schöner orangener Müllwagen und mit dem rücken wir jetzt aus. Ja, es gab jetzt seit dem letzten Teil, gut, der letzte Teil ist jetzt auch schon mittlerweile noch eine Woche her. Kurz mal der Grund dafür, woran das lag, dass jetzt eine Woche lang keine Teile von dem Spiel hier, von dem Let's Play hier gekommen sind. Und zwar hatte ich einfach so viel für die Schule zu tun, dass ich leider nicht dazu gekommen bin, neue Folgen aufzunehmen. Aber jetzt sollten in Zukunft regelmäßig neue Folgen vom Let's Play hier von City Economy erscheinen. Wahrscheinlich immer donnerstags, sonntags und dienstags jeweils eine neue Folge. Könnt ihr auch im Uploadplan auf meiner Webseite nachschauen. Ja, und da gab es jetzt innerhalb dieser Woche auch ein Update hier für City Economy. Und zwar, wie ihr seht jetzt hier, könnt ihr hier rechts sehen, unter anderem halt so, oder eigentlich hauptsächlich die ganzen Bedienungen, was ihr hier mit dem Fahrzeug, am Fahrzeug alles bedienen könnt. Und da ist jetzt hier neu dazugekommen Blinker. Ich glaube, das Licht gab es davor auch schon, weil es gibt ja hier Tag-Nacht-Wechsel. Aber hier der Blinker ist neu dazugekommen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass er hier umgesetzt wurde. Ich glaube, eine Innenansicht gibt es hier nicht, ne? Das glaube ich nicht, aber ich finde es mit dem Blinker eigentlich eine ganz coole Sache. Ist immer so ein ganz nettes Feature. War ja beim Bausimulator 2015 auch so, dass da auch irgendwann mit der Zeit, gut, jetzt nicht so schnell wie hier, aber irgendwann auch damals ein Blinker ja noch dazugekommen ist. Und ich finde, es ist zwar nur so eine ganz kleine Sache, ist ja nur so ein ganz kleines bisschen, ist ja nur so ein Blinker, nur so eine Lampe, die dann da blinkt, aber ich finde, es ist trotzdem einfach noch was, was einfach dazugehört zu so Fahrzeugen und ja, macht das Ganze natürlich noch realer. Und es hat ja letztens mal immer dieses ganze Zeit dieses Klack gemacht. Ich weiß nicht, ob das beim Müllwagen auch so war. Es war ja, wir sind ja letztes Mal bis jetzt nur mit dem Plastik-Recycling-LKW gefahren. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt auch weg ist. Kann sein, dass mit dem Patch vielleicht auch behoben wurde. Gucken, wie die KI fährt. Mir ist letztes Mal so ein bisschen aufgefallen, dass sie so ein bisschen kreuz und quer schon so gefahren ist. Ein bisschen so durcheinander. Mal gucken, ob es jetzt anders ist. Ja, und wie ihr seht, sieht jetzt hier die ganze Grafik, die ganze Darstellung von dem Spiel jetzt hier deutlich besser aus als im letzten Teil. Das hat einfach, das liegt einfach daran, weil ich jetzt mal jetzt hier vor der Aufnahme nur mal, ja, guckt, wie der hier schon fährt um die Kurve da. Kann man die Signalleuchten, Rundumleuchten anmachen. Das hat einfach folgenden Grund, und zwar habe ich jetzt vor der Aufnahme nochmal hier an den Grafikeinstellungen ein bisschen rumprobiert, verschiedene Einstellungen ausprobiert und habe jetzt, glaube ich, einigermaßen gute Grafikeinstellungen gefunden, wo das Ganze hier wirklich eigentlich sehr, sehr schön aussieht. Ich habe sogar, glaube ich, fast die höchsten Einstellungen sogar ausgewählt. Und ihr seht, es sieht alles hier echt richtig, richtig geil aus. Besonders im Vergleich zum letzten Mal sieht das Müllauto viel besser aus. Hier, ich habe jetzt die Schatten auch mal aktiviert. Das macht echt schon viel aus, die Schatten. Dann die Sichtweite habe ich jetzt auch mal auf hoch eingestellt. Davor hatte ich sie auf mittel. Ich weiß gar nicht, ob ich die Vegetation noch höher eingestellt habe, aber hier die Spiegelqualitäten zum Beispiel habe ich jetzt auf hoch eingestellt. Also ich finde, man merkt einen Unterschied wirklich enorm. Besonders die Schatten machen schon mal ziemlich viel aus. Und ich glaube, diese Spiegelqualität war auch, ist auch sowas, was von der Grafik her viel ausmacht. Aber ihr seht schon, also genau, wenn ihr jetzt mal vergleicht, das letzte Teil ist halt schon ein bisschen länger her, aber wenn ihr mal vergleicht vom letzten Teil zu dem Teil jetzt hier, man sieht schon, dass die Grafik
jetzt deutlich besser aussieht. Und ich finde, die Grafik bei dem Spiel gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich finde, es wurde hier auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. So, wir fahren jetzt mal hier im Gegenverkehr, machen wir jetzt einfach mal. Da kommen wir schlecht rum, müssen wir dann mal hier so anhalten. Kommen wir zwischen Autos nicht durch. So, parken wir zwar jetzt genau gegen die Fahrtrichtung, aber egal, machen wir jetzt einfach mal. Nehmen wir die Warnleuchten an. Aber ich finde, es sieht auf jeden Fall echt ziemlich cool aus hier, das Spiel. Also von den Grafikeinstellungen her, von der Grafik her sieht es auf jeden Fall ziemlich gut aus. Und wie gesagt, ich habe jetzt fast die höchsten Grafikeinstellungen. Ich wollte jetzt heute mal gucken von FPS, wie es läuft, aber wir sind so gut wie die ganze Zeit jetzt eigentlich bei 30 FPS. Und das ist eigentlich das, was ich auch haben will, weil das ist ja so eine ganz gute Zahl. Mehr muss es ja nicht unbedingt sein, weniger sollte es möglichst auch nicht sein, aber jetzt hier auch die ganze Zeit 30 FPS. Ich sehe das ja die ganze Zeit auf Scraps hier oben. Läuft wunderbar. Ich glaube, bei den Grafikeinstellungen werde ich auf jeden Fall bleiben, weil das Ganze sieht hier echt auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich schön aus. Ziemlich cool alles dargestellt. Sieht echt gut aus. Und wie gesagt, viel mehr Höhe einstellen gibt es jetzt eigentlich nicht. Wobei, gut, man kann das Verkehrsaufkommen noch höher einstellen. Ich glaube, die Vegetation habe ich jetzt noch nicht ganz auf hoch eingestellt. Und es gab, glaube ich, eine, ich glaube, Reflexion, die habe ich ausgestellt. Und ich glaube, das hat auch nochmal viel ausgemacht von den Grafik, vom Ressourcenverbrauch, glaube ich. So, was machen wir? Fahren wir hier rechts an Autos vorbei. Genau, aber ich denke mal, so bei den Grafikeinstellungen werde ich bleiben. Und ich finde, man sieht den Unterschied zum, im Vergleich zum, wie es im letzten Teil aussah, deutlich. Auch das mit diesen, mit der höheren Sichtweite finde ich jetzt eigentlich auch nochmal eine ganz gute Sache. Das nicht, das ist halt, ja, wir können jetzt so weit hier gucken, wie es maximal auch dargestellt wird. Weil davor war das ja schon alles ein bisschen früher, da die Welt so zu Ende. In so einer Nebelwand das Ganze sozusagen verschwunden. So, machen wir halt nochmal hier so an. Erst wieder die Arme ausfahren. Genau, mal gucken, wann wir dann zum nächsten, den nächsten Bereich dann freischalten können. Ich habe auch mal mir kurz mal das Handbuch schon mal so ein bisschen mal angeschaut. Gut, viel steht da jetzt halt auch nicht, also ist nicht wirklich mega viel drin, wie das Ganze noch funktioniert mit dem Fertigkeitsbaum oder so. Ist mal kurz so die einzelnen Sachen auch beschrieben von dem Menü. Und es ist ja so, dass halt diesen Fertigkeitsbaum gibt, mit dem man ja diese neuen Fertigkeiten wie halt dann, also entweder halt in den Bereichen, dass sich was verbessern kann. Oh, das erste Mal jetzt hier ein Wetterwechsel. Jetzt haben wir hier, fängt es hier an zu regnen. Jetzt haben wir nur bei schönem Wetter gearbeitet. Jetzt geht es hier auch mal bei Regen ein bisschen weiter. Steigen wir direkt mal ein, dass wir nicht allzu nass werden. So, und jetzt geht es hier die andere Richtung wieder weiter. Ich glaube, wir haben noch einen Müllcontainer zu leeren. Genau, wir haben diesen Fertigkeitsbaum, wo wir halt dann die neuen Bereiche freischalten können. Ich kann es euch gerade nochmal zeigen. Gärtner, Klempner, Abschleppwagenfahrer und Straßenkehrer. Und dazu brauchen wir hier diese, müssen wir das hier erfüllen, einen gewissen Geldbetrag haben und Zufriedenheitspunkte. Und wir können ja hier, hier unsere Fertigkeiten in diesen Bereichen auch nochmal erweitern. Genau, brauchen halt hier Fertigkeitspunkte, glaube ich. Und wahrscheinlich einen neuen Fertigkeitspunkt bekommen wir, sobald wir hier genug Erfahrungspunkte gesammelt haben. Da werden wir dann sehen, wie das abläuft. Wahrscheinlich muss man halt dann hier so nacheinander, um den hier freizuschalten, müsste man erst das oder das hier haben. Oder um das hier zu bekommen, müsste man das hier haben, genau. Wobei den Papier-Recycling-LKW haben wir ja schon. Ah ne, genau, da schaltet man das hier frei. Da wird man noch ein Papier-Recycling, haben wir zwar schon. Genau, gibt es halt hier unterschiedliche Sachen. Genau, hier wird man dann zum Beispiel den Glas-Recycling-LKW freischalten. Also da schaltet man neue Sachen irgendwie frei. Gut, das werden wir ja sehen. Ja, und ich hatte euch ja da im ersten Teil, also im letzten Teil, das ist ja der zweite Teil jetzt hier erst, da hatte ich euch ja gefragt, ob ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir als nächstes für einen Bereich freischalten wollen. Wir haben ja insgesamt hier 5 Bereiche. Müllmann haben wir ja bereits jetzt schon, aber dann halt noch diese anderen 4 Bereiche. Und wenn ich das richtig jetzt noch von Kommentaren so in Erinnerung habe, ich werde jetzt nochmal gucken dann, aber bevor wir den nächsten Bereich so freischalten. Aber ich glaube, die meisten haben sich da Abschleppwagenfahrer heißt das ja hier, ne? Genau, Abschleppwagenfahrer, nicht Abschleppwagen, sondern einfach schon, sondern Abschleppwagenfahrer. Haben sich, glaube ich, die meisten von euch gewünscht. Und ich denke mal, das wird dann das sein, was wir als erstes dann machen. Und dann kann ich aber wieder mal sagen, dass ihr dann euch wieder wünschen könnt, was wir dann als nächstes hier freischalten wollen sollen. Und dann gucke ich mir immer so, was die Mehrheit sich, oder was halt so die meisten, was ich am meisten so in den Kommentaren lese, was die meisten sich von euch so wünschen. Und dann werden wir so dann wahrscheinlich weitermachen, genau. Dann kann ich euch schön auch hier so ein bisschen in den Spielverlauf so ein bisschen integrieren. Ist ja eigentlich immer eine ganz schöne Sache, wenn man die Community auch noch so ein bisschen mit einbauen kann. Und das ist auf jeden Fall da eine ganz gute Möglichkeit. So, Gratulation, du hast eine Aufgabe erfüllt. Du hast Geld, Einwohner, Zufriedenheitspunkte, genauso heißt es mit dem Smiley, und Erfahrungspunkte erhalten. Wähle eine weitere Aufgabe aus der Liste. So, sollen wir jetzt eigentlich nicht erstmal zu dem Herrn fahren? Genau, wir haben eine E-Mail bekommen. Gut erfüllt, gut gemacht, Job erfüllt. Gratulation, großartige Leistung, die Stadt braucht und nehmen wie deins, um zu gedeihen. Du hast folgende Aufgabe erfüllt, Müllabholung, Geld, Einwohner, Zufriedenheitspunkte. Ah ne, wir haben 15 bekommen, nicht 10 plus 15, sondern 15.
Und Geld 2000 und Erfahrungspunkt 250. So. Genau, das ist unser Überblick hier, genau. Und 25 haben wir jetzt. So, ja, was heißt denn das da jetzt auf der Karte, was denn da ist? Können wir uns hier die Karte... Was ist das? Das heißt wahrscheinlich, das ist unser Müllauto, das ist unser Papierrecycling. Wir fahren mal wieder zum Fragezeichen, zu unserem Depot zurück. Man kann das Fahrzeug, glaube ich, auch irgendwie zurücksetzen. Das muss, glaube ich, hier gehen, ne? Aufhören, wir den verkaufen. Hier kann man direkt zum Fahrzeug springen. Ah, vielleicht kann man das, hier Wohnbezirk Depot? Nee. Das habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Also ich habe nur gesehen, dass man es irgendwie zurücksetzen, genau, zum Firmengelände wahrscheinlich, so zum Depot zurücksetzen kann. Muss ich mir nochmal angucken, wie das genau geht. Also die Schatten habe ich jetzt im Moment noch auf niedrig, werde ich wahrscheinlich auch nicht höher einstellen, weil das wahrscheinlich auch nochmal ziemlich viele Ressourcen verbraucht, also Leistung. Aber im Moment läuft es ja echt ziemlich gut. Ich denke mal, bei den Grafikeinstellungen werde ich auf jeden Fall so bleiben. Ja, so bin ich ziemlich zufrieden damit. Läuft schön flüssig. Dein Treibstoff geht zur Neige. Oh ja, stimmt, wir kommen jetzt in den roten Bereich. Finde dein Vehikel auf der Fahrzeugliste und tanke es auf oder gehe zur Tankstelle. Genau, können wir vielleicht beim nächsten Auftrag gucken und bei der Tankstelle irgendwie vorbeikommen. Wir werden jetzt erstmal, wir brauchen es jetzt nicht auszuleeren, weil da ist noch dieser 20% erst voll. Irgendjemand hat glaube ich, auch in die Kommentare geschrieben, dass man auch hier diese Verbrennungsanlage sich auch kaufen kann und dann damit anscheinend auch irgendwie Geld bekommen kann oder so. Muss man mal gucken. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Man kann sich ja nämlich hier, hier hinter dem Menü, genau, Shop, kann man nämlich hier auch Gebäude kaufen. Ah, genau, hier Verbrennungsanlage. Genau, wenn gekauft, versorgen Sie dein Unternehmen mit stetigem Einkommen. Ah, genau, kann man hier Tankstelle, dann kostet, genau, kriegt man gratis Treibstoff. Oder Autowerkstatt, dann kosten die Reparaturen nichts und so weiter. Abwasserbeseitigungsanlage, gut, das brauchen wir dann wahrscheinlich für, ah, genau, steigen wir mal aus, sprechen meinen Herrn an. Umleuchten können wir ausmachen. Die Abwasserentsorgungsanlage kommt dann, glaube ich, für, ich weiß gar nicht, für welches Bereich das dann sein wird. Wahrscheinlich für Klempner könnte sein oder Straßenkehrer vielleicht auch. Keine Ahnung. So, wir sprechen mal einen Herrn an, mal gucken, was er zu sagen hat. Genau, wir wollen unsere Questbelohnung einsammeln. Ah, genau, nee. Ach, und jetzt haben wir nochmal, ah, genau, wir haben eben erstmal das, was wir regulär bekommen haben, diese 15 Zufriedenheitspunkte. Dann die 100 Zufriedenheitspunkte, dann die Erfahrungspunkte und das Geld. Und jetzt bekommen wir nochmal das oben drauf, weil es ja so eine Quest ist. Gute Arbeit, danke. Im Bezirk gibt es noch mehr Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Du kannst uns auf der Karte finden. Genau, das habe ich nämlich auch im Handbuch gelesen, dass überall auf der Map, fängt wieder an zu regnen, dann so Leute gibt, die ein Fragezeichen über sich haben und halt so Quests, also so, so Aufträge wie jetzt hier der Herr, so an uns verteilen. Also jetzt nicht nur so ganz normal hier so Jobs, sondern halt so über... So Story Quests, oder haben wir ein Ausrufezeichen? Dann lass uns doch mal da hinfahren, oder? Ja, das machen wir jetzt mal. Dann gucken wir mal, was denn da abgeht bei dem Ausrufezeichen. Und vielleicht kommen wir bei einer Tankstelle nicht unbedingt vorbei. Wir werden sehen. Sei bitte vorsichtig, du hast eine Straße. Ach, sowas gibt es hier auch. Wir sehen, wir haben jetzt nämlich... Wir mussten gerade 100 Euro bezahlen, hatten wir, nämlich 56.000 auf unserem Konto, oder? So, machen wir mal Licht an und leuchten. So, dann fahren wir mal. Okay, auf das muss man also auch aufpassen. Mal gucken, wie das ist. Ich glaube, eine rote Ampel oder sowas. Könnten wir mal ausprobieren. So, jetzt gucken wir erstmal, wie wir fahren. Da wollen wir hin. Ja, fahren wir mal hier dann rechts und dann links wieder. Genau, es wird wahrscheinlich noch im Wohnbezirk sein. So, ich finde es auch sehr cool, dass der Blinker auch ausgeht, wenn man hier abgebogen ist. So, muss aber halt wahrscheinlich einen gewissen Lenkeinschlag haben, damit das auch ausgeht, aber... So, wenn die Ampel jetzt rot wird, würden wir mal drüber fahren. Und gucken wegen dem Strafzettel, aber nicht so viel geblieben. Das würde mich jetzt mal interessieren. Also beim Passanten anrahmen müssen wir auf jeden Fall aufpassen, wenn wir dann auch da immer die Mülltonnen und so abholen. So, ich muss halt von den Grafikeinstellungen mal gucken, wenn wir dann in andere Bereiche von der Stadt kommen, wie das da ist. Bis jetzt hier ist noch ganz okay. Warte mal, wir müssen hier, ne, fahren wir noch nicht rechts. Weil es kann natürlich sein, dass in anderen Bereichen irgendwie... aufgrund der ganzen Gebäude und so weiter, irgendwie die Grafik irgendwie noch mehr die Performance noch ein bisschen mehr beansprucht wird, merke ich jetzt hier schon, da geht die Grafik schon ein bisschen, die FPS schon ein bisschen runter. So, biegen wir mal ab, aber es ist noch ganz okay, mal gucken, vielleicht muss ich doch noch ein bisschen was runterstellen, aber viel wird das nicht mehr sein, so Licht kann man eigentlich wieder ausmachen. So, wir fahren jetzt noch dahin, gucken uns das an, ja, wobei, vielleicht machen wir das auch im nächsten Teil,
Ja, Leute, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Teil. Mal schauen, was uns da beim Ausrufezeichen erwartet. Ich bin schon sehr gespannt. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch schon auf den nächsten Teil. Ich hoffe auch, der Teil hier hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Drückt den Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann den nächsten Teil gibt es dann, der Teil sollte jetzt am Donnerstag rauskommen. Den nächsten Teil, den wird es dann wahrscheinlich am Sonntag geben. Aber das könnt ihr, wie gesagt, in dem Uploadplan auf meiner Webseite nachschauen. Also wir müssen hier die Links rein. So, genau. Und ja, dann würde ich sagen, was an der Stelle von dem Teil hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut, haut rein, euer LineGamer1. Ciao.